Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal was anderes machen. Und zwar habe ich hier meine Zeitschrift. Und zwar von Lego Star Wars. Die habe ich mal mitgenommen. Und ja, die wollte ich euch mal zeigen. Da ist hier von Lego der kleine Millennium Falcon ist dabei. Den werden wir mal uns genauer angucken. Zack. So. Also, um den hier wird es mal gehen. Und dann halt eben auch um die Zeitschrift. So, was haben wir denn hier? Da haben wir ja erstmal so eine Lego-Geschichte. Hier sind ein paar Daten zu den Millennium-Falken. Zwar nicht zu dem, aber zu dem Originalen. Eine Länge von 34,3 Meter. Top Speed 1050 km/h. Waffensystem 2 Vierlings, Laserkanonen, Vibratorraketenwerfer und Blasterkanone. Besatzung Pilot, Co-Pilot und 6 Passagiere. Besonderheiten. Traktorstrahl, stark modifizierter Antrieb und Sensorschüssel. Mhm. Ja, hier geht es jetzt weiter mit der Geschichte, mit dieser Lego-Geschichte. Hier ist jetzt wieder eine Vorschau für das zweite Heft. Obwohl, nee, da geht's um ein anderes Heft. Das ist von den Power Rangers. So. Was gibt's denn da noch? Ja, das Ewok-Dorf wird hier vorgestellt. Ja, dann hier, wie der Millennium Falcon zusammengebaut wird. Ja, die neuesten, ja, Lego Star Wars Sachen. Oder nee, nicht die neuesten, sondern das ist ein Gewinnspiel. Und da kann man wählen zwischen Star Wars, was ist das? 75088 und 75089. Das ist einmal der Transformers und einmal der Commando Troopers. So, dann geht es hier weiter mit der Geschichte. Dann kommt hier noch so eine Rätselseite. Dann hier noch so ein Frage. Quiz. Und das ist die Vorschau für das nächste Lego-Heft. Und da wird es ein Land, was ist das? Landspeeder wird da drin sein. Mit Boba Fett. Ja, und hier ist wieder Ninjago, auch eine extra Zeitung von Lego. Ja, gut, aber jetzt will ich euch den nicht hier vorenthalten. Jetzt schauen wir uns den mal an, ja? Ich baue den kurz zusammen und danach sehen wir uns hier dann wieder und dann könnt ihr euch angucken.
So, und so sieht dieses Teil zusammengebaut aus. Tja, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ich sehe gerade, ich habe hier zwei Teile vergessen. Zack. Und zack. So. So sieht es besser aus. Schönes Teil, gefällt mir sehr gut. Gut, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.